Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil. Wir sind hier immer noch in der Kiste. Nicht mehr, also ich nicht mehr. Ich auch nicht mehr. Wir müssen jetzt hier lang gehen, hier runter. Eieieiei, es ist ein Todeslabyrinth. Oh, wir gehen am besten erstmal geradeaus. Ja, ne, ich finde es auch, dass in andere Wege laufen. Ich würde sagen, wir gehen Ah, hier ist den die Kiste, ich hab meinen Weg noch praktisch, ja. Da kommt eine Fliege. Hast du gerade ihn gesehen? Oh, da kommt eine Fliege. Bleib da, wo du bist am besten. Ah, da war noch eine Kiste, das ist nichts Besonderes. Alles gut, bleib da, wo du bist, weil ich hab gerade Ärger. Bring die Viecher einfach um. Da, ja, aber es kommt gerade von vorne auf mich zu. Oh, es hat mich gesehen, es hat mich gesehen. Oh, Entschuldigung. Aber gut, dass hier zwei Kisten sind, so können wir, oder mehrere, so können wir immer eine andere Kiste nehmen. Die andere Kiste ist voll schon. Hier ist es nämlich so, da ist es dann Zufall, da zerstört er wahrscheinlich dann irgendeine Kiste und vielleicht sind wir da dann nicht drinne. Wir können nur in diese eine Kiste hier. Ach so. Nee, ich In der kann. anderen ist Müll drin. Oh. Das sieht man doch schon. Ja, stimmt, das. Oh, was? Kacke. Vorsicht, wir warten, bis es am besten umdreht. Warte, jetzt. Jetzt haben wir wenigstens ein Vieh weniger. Oi. Warte. Zwei Viecher weniger. Da kommt noch ein drittes Vieh. Ja. Das mache ich, das mache ich. Ah. Ja, das machst du, aber. Oh, da ist. Vorsicht! Ich hab's! Das war ich! Das war mal Teamwork, oder? Ja. Das ist Weil. schon mal richtig knapp. Ja, weil du hast ein anderes Vieh gesehen, was du gemacht hast, aber ich habe ein anderes gesehen. Das heißt, es waren sogar noch zwei. Da ist noch eins. Oh, ja. Aber es geht nach oben. Dann können. Nice, man kann es umbringen! Ich dachte, man kann es umbringen! Ja, das ist gut. Und wir sind da. Das mit den Tasten ist ja auch richtig AIDS, ne? Ja, ich denke, die Tür wird dieses Vieh nicht aufhalten. Nee, nicht unbedingt. Oh! Erstmal laufen. Oh, Kacke! Bin durch! Ich auch. Aber du glaubst doch nicht, dass dieses Ding das Vieh aufhält, oder? Doch bestimmt so wie bei Resident Evil 2, da verfolgt sich das Vieh so lange durch die ganze Nebel. Also ganz ehrlich, das Vieh hat zwar gerade aufgegeben, aber guck mal, wie kaputt der Stein schon war. Ja, cool, eine Keycard. Die hat der. Ohne den Schlüssel kommen wir nirgendwo hin. Dann holen wir ihn uns. Ja, leichter gesagt als getan. Weil auf die, nicht auf das Weiße gehen! Oh nein! Wir sind tot! Ja. Reicht ja auch mal, oder? Ist ja leicht. Ja, warte, ich schau kurz mal beim Essen. Ja. Ohne den Schlüssel kommen wir nirgendwo hin. Dann holen wir ihn uns. Oh, hierfür brauche ich Dark Place. Dark? Der nach seinem Essen schaut. Müssen wir mal kurz warten. Damit euch nicht zu langweilig wird, gucke ich hier mal eben kurz nach.
Hier ein bisschen an mein iPhone spielen, an mein Samsung. Das macht jeder gerne. Ach, Dark Place. Sherry. Sherry. Ja. Dark Place, ich brauche dich. Dark Place, ich brauche dich. Du bist eine wichtige Person, aber auch nur, weil ich ohne dich ja nicht an die Keycard komme. Gibt's hier. Ah, hier sind zwei Waffen. Ah. Dark Place? Dark Place? Ich hab dein Mikrofon gehört. Ich weiß, dass du wieder da bist. Dark Place. Dark? Du bist so dunkel. So. Dark Place, ohne dich kann ich nicht weiterspielen. Geh erstmal hier hin, weil hier. Ja, das ist alles nur Sprengstoff. Achso. Aber ohne dich konnte ich nicht weiterspielen, weil du musst gleich zum Schlüssel. Und zwar muss ich dich jetzt gleich hier die Kiste, die Leiter hochkatapultieren. So dass du an den Schlüssel drankommst, weil der liegt ja nicht auf diese Steine. Wir müssen uns beeilen, in 5 bis 10 Minuten muss ich kurz wieder am Essen schauen. Okay. In 5 bis 10 Minuten, in 10 Minuten können wir den Part ruhig beenden. Ich glaube an dich. Ich aber nicht an mich. Ja, warte am besten, bis er wieder weggeht. Weil ich glaube, du gehst zwar nicht auf die Steine, aber ich glaube, er sieht dich trotzdem, wenn du da den Schlüssel aufheben willst. Vielleicht kann ich den ja irgendwie ablenken. Warte. Vielleicht kann ich ja hier irgendwie... Oh ne, er geht schon von alleine wieder. Oder? Kann ich ihn... Ja. Okay, ich wäre jetzt sonst hier auf die Steine gegangen und hätte versucht... Jetzt nimm ihn, jetzt nimm ihn. Ja, als ob er die Kicker so raus... müsste, ne? Musstest du das gerade? Wie findest du das, Miss Kell, hat meiner gerade gesagt. Ruhe, er wird sie hören. Jetzt schnell weg hier. Und Kika reinstecke. Jo, steck rein. Schön reinschmaßen. Steck rein. Als ob er das gerade gehört hat. Ne? Ich sag, wie findest du das, Miss Kell? Er hört nix, dann kommt ein kleines Piepen und er hört das sofort. Du. Ja. Wenn man blind ist, hat man aber halt ein gutes Gehör, ne? Ja, stimmt. Die Frage ist, ob er blind ist. Ja, er kann uns nicht sehen, wenn wir vor seiner Fresse stehen. Ah, okay. Oh. Wir müssen jetzt ganz schnell öffnen. Ich sagte schnell und nicht langsam. Nee, ich hab die Tür offen gleich. V. Schnell. Soll ich das vielleicht jetzt machen? Mach du mal, mach du mal. Ich hab Befreiungstechnik leider nicht aktiviert. Oh oh. Er hat die beim nächsten Schlag offen. Er hat die offen. Ja, komm her. Ach so. Ach so, sag doch, dass du die Tür schon offen hast. Die sind schon die ganze Zeit offen. Öffne, 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 öffne. Und sag mir, wenn die offen ist. Oh, die braucht ja viel länger als die andere. 18! Und die ist offen! Okay, er ist nämlich jetzt drinne. Du weißt, was zu tun ist? Ja, ich weiß es. Ja,
Ja. Das wird ein Spaß. Schnell. Jetzt guckst du blöd. Nein, ich hab verfehlt. Nein, Zucker. Aber, ich hab getroffen. Bring das! Brande! Ach, ein Spieler hat das Spiel verlassen, ist gut gehalten. Ah, okay, bei mir hängt's nämlich gerade, das ist ja schön. Gut gemacht, du. Das ist ja schön. Wollte ich beschließen? Warte. Aufgrund einer Kombination. Geht klar? Was geht hier klar? Warte kurz. Wir beenden den Part hier einfach mal. Der geht ja auch schon lang genug. Boah, verstehe ich ja gar nicht. Das ist so laut. Ja, warte kurz. Dann bis in den nächsten Park. Wir fixen das mal eben. Da sind wir auch wieder. Und zwar kommt er. Ja. Das wird ein Spaß, ja. Die Vieh hat übrigens einen Namen. Ich war Ukrin oder irgendwie heißt der. Ah, Kacke. So, warte. Ah, Gott sei Dank. So. Ja. Finde ich gut. Mal gucken. Finden Sie einen. Ist das der Ausgang? Ja, und wenn wir draußen sind, lasse ich uns abholen. Mein Team müsste in der Nähe sein. Wo bist du, Dark Place? Ach, da. Ah, okay. Sieht sehr schön aus. Wir sind draußen. Juhu. So, das war's mit Resident Evil. Ich würde sagen, wir beenden den Part, oder? Ja, genau, nach 2 Minuten. Das wäre auch beschiss. Jeden Tag kommt eine Folge und die geht dann 2 Minuten. Wie viel, ja. Wie viele Parts man dann aufnehmen müsste. So, das war's mit dem Intro. Wir sehen uns dann morgen wieder. Oh, ja. Oh. Steh auf, Supergirl. Steh auf, Supergirl. Oh, die Frau kennen wir doch. Ach. Albert Wesker war ein Wahnsinniger. Ein Narr, der die Welt zerstören wollte. Er war außerdem dein Vater. Was? Was dich zum Erben einer sehr speziellen Blutgruppe macht.
Oh. Das war Resident Evil, wir haben es geschafft. Ja, bist du rechts oder? Ach so, du hast Genauigkeit 75,7, du hast Tode 7, ich habe Tode 13. du hast, wir haben beide dieselbe Zeit, ich habe mehr Feinde zurückgedrängt, du hast Rang B, ich habe Rang C. Wir sind ja bei 4 Minuten. Ich glaube, hast du noch Lust auf nächstes Kapitel oder hast du keine Lust mehr? Ich hab eher Bock jetzt gerade auf Marco spielen. Okay. Dann. Also, du könntest ja diese Szene hier an einem anderen Part mit dran kleben. Ja, dann klebe ich die an den letzten Part mit dran. Dann ja. Machen wir das so. Dann sehen wir uns dann morgen wieder und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.